intime Fotos gestohlen und im Netz verbreitet. US-Schauspielerin Jennifer Lawrence ist Opfer von Internetkriminellen. Auch Jahre nach der Tat schmerze sie der brachiale Einbruch in ihre Privatsphäre, erzählt der Hollywood-Star. Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ist noch nicht darüber hinweg, dass Hacker vor 3 Jahren gestohlene Nacktfotos von ihr ins Internet stellten. Als es passierte, war es so unfassbar verletzend, dass man es nicht einmal in Worte fassen kann, sagte sie dem Hollywood-Reporter. Ich denke, ich bin immer noch dabei, es zu verarbeiten. Sie fühle sich noch immer so, als gäbe es auf der ganzen Welt nicht eine einzige Person, die nicht in der Lage ist, diese intimen Fotos von ihr zu sehen. Du bist zum Grillen eingeladen, und irgendwer kann sie sich auf seinem Handy ansehen, sagte die aus die Tribute von Panem und Silver Linings bekannte Darstellerin. Viele der betroffenen Frauen hätten sich an sie gewandt, um eine Klage anzustrengen. Das hätte ihr aber keinen Frieden gebracht, so die 27-Jährige. Es hätte meinen nackten Körper nicht wieder zurück zu mir und Nick, ihrem früheren Freund Nicholas Hoult, gebracht. Daher war ich nicht daran interessiert, jemanden zu verklagen. Ich war an Heilung interessiert. Hacker hatten 2014 tausende private Bilder von Prominenten, darunter viele Nacktaufnahmen, aus Cloud-Diensten, gestohlen und veröffentlicht. Lawrence gehörte zu den ersten Opfern. Quelle: n-tv.de